Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Adventure Minecraft mit Dixas. So, in der letzten Folge, wenn ihr jetzt das eingeschaltet habt, willkommen, haben wir diesen Brunnen mit Wasser befüllt. Und da kam mir gerade eine Idee. Wir haben hier eine Kiste, was heißt eine Kiste, eine Tür aufgemacht, bei der wir unseren Redstone verbraucht haben. Jetzt ist mir so eine Theorie gekommen, in der Höhle, die wir gefunden haben, unter Wasser. Könnt ihr durch das Wasser, das runterfließt, Redstone angespült werden, dass unten die Tür aufgemacht werden kann. Irgendwie total dumm hindurchgelabert. Oh, gefunden. Also guck mal, habe ich recht? Irgendwie, sodass der Redstone hier irgendwie hinläuft. Dixas? Ja? Die Tür ist offen. Ja, dann hat es wohl einen Schalter aktiviert, also geh durch. Eine Schaufel! Und ein Diamant. Ich wusste es doch, dass das Wasser Dick so etwas werde, ist. Was heißt das? Grabe, wo der Buch. Birkenbaum. Birkenbaum. Ach so, dieser Baum mit diesen weißen Pünktchen. Schwarzen Pünktchen. Weißer Baum, schwarze Pünktchen, genau. Das sind aber mehrere, ne? Nein, das ist der. Nee, das ist auch noch einer. Oh. Aber etwas mit Cross. Was ist das für ein Hund? Lol. Das ist ein Hund. Okay, ich weiß jetzt nicht, dann gucken wir mal hier. Nee, da ist Stein. Nee, hier ist Stein. Da kann es schlecht sein. Ich soll ja bei denen buddeln, wo so Birke ist. Vielleicht hier? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, ob wir das richtig machen. Ja, ich auch nicht. Okay. Yay, fliegender Baum. Anscheinend nicht. Aber Birkenbaum. Nein. Gut, wenn wir halt keine Schaufel mehr haben, müssen wir es halt mit der Hand machen. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Können wir aber hier auch noch zu. Aber was soll denn das sein? Vielleicht da unten drunter? Nee, auch nicht. Dixas? K.A. Birkenbaum. Links ist was. Guck mal links. Da ist so ein riesiger Baum. Der ganz große. Nö. Nee, rundherum musst du graben. Wie? Ich dachte unterm Baum. Ja, schon unterm Baum. Ja, hab ich, aber da ist nichts. Komisch. Da ist auch noch einer. Ja, grab mal da. Don't enter the forest. Ja, totale Forest. Oh, nix. Oh, ey. Das ist die Schaufelschrott. Das ist vielleicht ein Baum, der raussticht. Ey, das sind Eier. Eier. Ach, guck mal da. Ah, lol. Die Eier sind hin. Ja, Leaves darfst du kaputt machen. Darf ich die jetzt kaputt machen? Ein Diamant, 26. Boah. Aber ich muss trotzdem irgendwo buddeln. Meinst du, das könnte der sein? Denke ich jetzt auch gerade. Schaufel ist gleich tot. Ja. Muss ich halt mit Hand buddeln. Ich könnte mir so eine Holzschaufel holen mit in too many items, aber das meine ich, ne? Das wäre ja Betrug. Mhm. Tja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als jede Birke abzubuddeln. Die haben wir schon. Die haben wir alle. Irgendwas stimmt hier nicht. Glaube ich auch. So, ich habe mal wieder nicht auf die Zeit geguckt. 5 Minuten, gut bis 5 vor. Gut.
Ich will wieder das Schild lesen. Ja, vielleicht haben wir ja auch was falsch gelesen. Maybe. Kreuz. Ach so, wo sie sich kreuzen. Also die Birkenbäume haben alle zum Beispiel einen Weg. Muss sie sich kreuzen? Dort musst du graben. Verstehst du ein bisschen, was der meint? Nicht direkt. Das heißt, die Birken, die sich kreuzen. Aber wo sollen die sein? Die Wege. Die Wege. Sie kreuzen sich alle an einem Punkt. Hier. Birkenbäume. Aber das kann nicht sein. Welcher Weg? Der normale Weg hier oder die Birkenwege? Birkenwege, also nicht die Weg, Steinwege. Wo treffen sich alle vier zusammen? Oder wie viele es auch sind. Es muss dann irgendwie hier irgendwo sein. Ist aber ein bisschen komisch, unlogisch. Keine Ahnung, ich keine Ahnung, wie ich halt suchen soll. Die ganze Map aufspringen. Oder warte mal. Denkst du, was ich denke? Nein, komm. Wenn es da ist, dann lache ich tot. Haha, fick dich ins Knie. Komm, hier treffen sich doch nicht. Place dirt meint er wahrscheinlich. What? Was ist? Oh lol. Was ist das für ein Creeper-Dings? Das ist Gunpowder. Okay, ja. Was könnte hier wichtig sein? Alles? Der Button. Und den Button müssen wir wahrscheinlich für seine geheime Tür benutzen. Ich nehme trotzdem alles mit. Das heißt ja, wir sollen ja alles mitnehmen, was in den Kisten ist. Und ich wette, wir haben jetzt keinen Platz. Sicher? Wobei das rohe Fleisch bringt mir sowieso herzlich wenig. Und was ist denn da? Achso, ja, das ist eine Kiste gewesen. Alter, wie dumm war das denn jetzt? Ja, ehrlich. Aber es war schon klar, dass es etwas mit dem Grab zu tun hat. Rip Martin. Jetzt geh in sein Haus. Kreuzen. Warte mal. Nee, da stimmt was nicht. Deine Theorie in Part 2 mit, dass Matthew ein Killer ist, dass er Peter getötet hat, das kann nicht sein, weil hier Martin steht. Vielleicht war Martin auch ein Typ. Vielleicht ist Peter am Leben. Vielleicht ist es Hero Brian. Okay. Matthews Notch. Matthew Notch. Heißt er so? Nein. Soll ich die Cobwebs mitnehmen? Das Rohfleisch nehme ich auch nicht mit. Gunpowder brauche ich auch nicht. Dafür kein Sandholen. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Ja, das und den Rest. Rohfleisch aber nicht. Was? Das Rohfleisch aber nicht. Ja, das kannst du weglassen. Ich nehme eins mit. Mampf. Mampf. Gut, ich vermute, wir müssen jetzt hier den Schalter anbringen. Meinst du? Ja, sicher. Ach! Es wird langsam interessant. Oh oh. Ich hab Angst, ne? Da, da, da. Okay. Oh, ich bin jetzt ein richtiger Assi. Wir waren jetzt Cliffhanger. Nein, du bist so schwul. Du bist ein Neger. Cliffhanger, Mann. Cliffhanger, Mann. Was ist denn eh interessanter als eine Kiste, eine Workbench oder ein Schild? Ha, you've got... Was ist gerade? You've got failed. You've got failed. Ich hab... Oder da steht jetzt ein Schild? Was ist Theorie? Ich gehe jetzt auch nicht weiter. Ich mache jetzt einen Cliffhanger. Ich will auch wissen, was da ist. Ich habe jetzt eine Theorie. Weil wir kommen ja jetzt nicht mehr zurück. Ich vermute mal, dass dieser Matthew alle in diese Falle gelockt hat. Also ich denke, es ist eine Falle, dass er sie alle da reingelockt hat. Und dass sie alle da drin gestorben sind. Nicht Matthew Pete. Und ich, oh nee, Matthew. Matthew, ich denke, dass er alle dort reingelockt hat. Dann, dann, dann. Und dann, Ja, egal, jetzt geh weiter. Ich vermute, dass Martin gestorben ist, er seine Leiche weggebracht hat
und Peter irgendwie noch am Leben ist. Das vermute ich jetzt mal. Aber wir werden es im nächsten Part erfahren, was da ist. Du bist so ein Jude. Ah, schon ein richtiger Assi. Ach, bin ich gut. Nee. Gut, bis zum nächsten Part. Arschloch. Ich lade sowieso alles an einem Tag hoch, also Ruhe. Tschüss.